ganze Familie ist unterwegs. Schlingelingeling. So, auf dem Weg zur Bahn. Kann ich mehr. So, Just ist der Einzige mal wieder typisch im T-Shirt. Also Moschi ist voller Elan. Also da freut sich richtig auf den Tag heute. So, ich habe mir auch so eine richtig dicke Schneehose angezogen. Anastasia auch. Es wird bestimmt kalt da oben. Und ich bin eh so eine Frostbeule. Wir holen jetzt noch ein Ticket für Moschi. Ja, er braucht ein Ticket für die Bahn. Und einen Maulkorb, weiß ich nicht, ob der passt. Ansonsten gucken wir mal, ob es hier noch andere gibt. Es ist okay, Moschi. Es bewegt sich, es bewegt sich. Es ist okay. Wir haben es geschafft. Den Maulkorb können wir jetzt abmachen kurz, ne? Oder lassen wir an? Okay. Ja, es hat geklappt. Irgendwie hat es Guck mal, das ist ein Wochenticket. Wie cool. So eine richtige Plakette ist das. Haben wir jetzt dran gemacht. Maulkorb hat er auch um. Findet er jetzt nicht so toll, aber er hat es gerade schon akzeptiert. Ne? Nee, lass mal dran vielleicht. Oder wie lange fahren wir jetzt? 2 Minuten. 5 Minuten. Alles gut? Wow. Ist aber schnell jetzt, Warte. Und jetzt? Brauche ich mir noch länger. Beim Fluss. Oh Gott, wir sind aber schon hoch jetzt. Das ist echt krass. Schön. Ja. Aber die Lifte sind jetzt wirklich. Ich will Urlaub noch mal hierher kommen. Die Lifte sind jetzt wirklich schöner. Vorher. Gab es denn einen diesen gelben großen? Wo da 100 Leute reinpassen? Wie viel? 50 Leute reinpassen? Aber wie modern jetzt die Lifte sind. Jetzt kommt man auch viel schneller hoch. Da muss man nicht mehr so ewig lange warten, bis man mal dran ist. Ja, das ist gerade ein bisschen viel für Mochi. Aber er macht das super. Du wäschst dir in die Zunge raus und siehst. Ja. Komm, wir machen ein bisschen Alba hier. Ist ja auch ein doofes Ding, ne? Ja, aber ist immer noch human. Du kannst es ja immer so halb. Ne? Also ja, ja, genau. Ich habe es gerade so, dass es. Also, ich kenne die ganzen Gitterkörbe noch, ne? Also wo man ja, haben wir auch ein paar hier, ne? Aber das sieht ein bisschen gruselig aus, also wenn man das tut. Wir haben es geschafft. Sind gerade ausgestiegen, da hätten wir noch weiter hochfahren können, aber wir wollen hier die kleine Strecke laufen. Also einmal abwärts, wir sind da eigentlich schon ziemlich oft gelaufen. Die kennen wir schon. Oh. Mutti hat es auch geschafft. Ja, die Luft ist herrlich hier. Und das Wetter, wir haben so Glück, Johann. Boah, das ist ja ein Panoramabild. Schaut euch mal um und genießt einfach diese Aussicht. Wahnsinn. Oh, ich habe keinen Stock dabei, weil ich habe sowieso Mochi an der Leine. Oh, Papa kommt. Ich glaube, ich brauche gleich meinen Käppi. Es ist so viel Sonne, Johann. Ich krieg sonst Falten. Kannst du mir mal meinen Käppi rausholen aus meinem Rucksack hinten? So viel Sonne. Warte! Mein Gott, Mami! Ja! Du musst doch nur den Rucksack zumachen. Hast du geschafft? Ja. Schön, ne? Ja. Riecht die ganze Kuhkarton. Johann! Da ist ein ganzer Haufen davon. Jetzt redet Fabi auch von würzig. Mein ja, dafür ist Justus diese ganze Strecke gefahren. Ja. Sonst hätte er es niemals gemacht. Hey, ist das nicht so eine Schneedings? Ja. Da vorne haben wir den See und da leiten wir das Wasser in die Reihen. Dann müssen wir hier dein Nudelding hier zumachen. Mami, wollen wir vielleicht dieses Jahr Skifahren? Super ist meine Antwort. Winterferien. Das ist. Nein. Machito! Da müsst ihr auch trinken. Hier ist jemand sehr happy. Mochi. Er findet das toll hier. Er sprintet hier rum. Pass auf, dass du nicht auf diesen Baumstamm ausrutschst. Okay. Hast du richtig ein Berner Sennenhund in den Bergen. Mochi, komm, weiter geht's.
falsch hier hoch. Jetzt hätte ich mir Dockstöcker mitnehmen sollen, glaube ich. Stille und Ruhe hier, einfach wundervoll. Erste Pause. Nein. Es gibt Chips. Die und sehr Papi gerne geteilt werden. Kann mal wieder nicht relaxen. Achso. Ja. Guck dir das an. Unsere Aussicht. Oh, ASMR, knusper, knusper. Hallo. Findest du gut hier, ne? Ja. Aber ein Nickerchen könnt ihr jetzt auch schon drauf. Er wollte eben noch weiter. Wir konnten nicht mehr. Beweis. Ist gut jetzt so. So, Bibi ist jetzt auch mal ausgestiegen, ne, Anastasia? Ja, bis jetzt hat sie nur tragen darf. Ja, und dann meinte sie, sie braucht jetzt eine Pause. Obwohl sie die ganze Zeit in dem Tragebett war. Ja, genau. Na, war bei dir genauso. Dann habe ich dich abgesetzt, dann bist du ein bisschen gelaufen hier oben und dann, als es wieder losging, hast du dich wieder reingesetzt und dann habe ich dich weitergetragen. Jetzt haben wir noch in einen Apfel. Da ist was drinnen. Da ist noch was drin? Ja. Einen Apfel habe ich noch dabei. Das ein Chips drin. Nee, da ist kein Chips mehr drin. Die haben. Die hast du auch gerade schon aufgegessen. Na, du hattest doch die Tüte in der Hand. Die war dann leer. Die glaubt dir nicht. Ja. Oh, oh Gott, ist das schön. Was heißt ja, du kannst doch einen Apfel essen. Oder einen Schokokekse. Nein? Chips haben wir nicht mehr, Mensch. So. Langsam, ich vorsichtig. Jetzt kurz die Sonne. Papi. Papi schläft schon. Papi ist eingeschlafen. Papi ist eingeschlafen. Komm mit Papi kuscheln. Papi ist ein schönes Bettchen. Oh. Schönes weiches Bettchen, ja. Guck mal, da ist noch jemand, ja. Hast du ihn fest? Hm. Na, alles gut, Mochi. Ja. Ja, Mochi. Mochi, guck mal. Er bewacht das Rudel. Sehr gut. Für den blöden Wanderer. Ja. Mochi, alles gut. Hallo. Mochi, guck mal hier. Gibt es hier was zu essen? Mochi. Mochi. Guck mal hier. Nee, Mochi, mach mal Platz. Mach mal Platz. Hast du ganz toll gemacht, hast gemeldet. Er soll ja auch melden. Ja, du hast auch gut gemacht. Wir wissen alle Bescheid. Wir hätten sie auch fast nicht gesehen, dass ich hier in den Berg hole. Willst du schlafen bei Papi? Süß, ich liebe das. Heute Morgen war es ja wieder ein bisschen, na viel, sage ich jetzt mal, vier Kinder fertig zu machen und einen Hund. Und ich habe zu Justus gesagt, ich finde es so schön. Auch wenn es für dich vielleicht ein bisschen viel ist, Justus, aber ich finde es so schön, dass wir vier Kinder haben und einen Hund. So einen großen Hund auch, ne? Es ist schon, ja, nicht immer leicht. Der große Hund war ja auch meine Idee. Das ist nämlich auch. Genau. Der hätte auch ein kleiner Hund sein können, aber der große Hund war meine Idee. Ein großer, dicker Hund. Ein sehr schönes Lied, Anastasia. Ja. Hast du selber ausgedacht? Ja. Ja. So, da gehen wir jetzt hin, das Häuschen da unten. Da gibt es den Wurstsalat. Da gibt es Justus Wurstsalat und meinen Germknödel.
Ich hatte ja noch kein Frühstück. Unser Essen ist da. Es gibt Linseneintopf mit Würstchen, ein Germknödel mit Vanillesoße, ein Schnitzel mit Pommes, einen die Reise nach Bayern hat sich gelohnt. Boah, der ist aber groß, ne? Ja. Mit dicken Stücken und so. Dann gibt's noch Spaghetti, Gulaschsuppe. Guten Appetit! Danke! Danke, das ist ein Berg. Nein, 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 es ist meins. Oh, guck's dir an. Lecker. Tschüss Papi, tschüss Moschi. Achso, alles, was ist auch noch mit dabei. Papi hat alle mitgenommen. Entspannter Hund im Lift. Oh. Kannst du gleich ohne den Hund holen? Kein Vergleich zum ersten Mal. Oh, er hat schon gesehen den Apfel. So, wir warten auf den nächsten, beziehungsweise bis einer mal frei ist. Aber alle besetzt. Ach, die gehen da raus. Guck mal, der wird frei. Schon. Ja. Warum hast du den nicht weggeschmissen? Oh, ich hab einen Müll. Johann! Ich weiß schon, wo es drin stinkt. Müllklein. Johann! So, Elisa geht gleich vor, ja? Okay. Du bist ja die Kleinste. Und dann Clara, Johann und dann Mama. Hier, Lisi, dann. Sobald es geht. Gehst du rein. Na los. Johann. Mit deiner Kakatüte. Mit Bauern, Kartoffeln, der heutige Tag Käse endet nicht ohne kulinarisches Finale. Ja. Guten Abend. Hallo. Ja, schon 3 oder 4 Jahre, das war das letzte Mal da. Ja, genau. Ja, ist schon ein bisschen her. Nein, da waren die Salia, das war die. Ja. Alles super. Sieht aber gut, dass sie so eine Dünne. Soll was? Ja, klar. Soll eine was zu machen? Ja, gerne, ja. Jawohl, du brauchst nichts. Ja, braucht nichts. Das ist ein Salz. Was anderes. Ja, das ist schon lange her, als wir hier waren. Ne? Da hat sich an uns erinnert. Ja, krass. Ich glaube, deine Frau guckt uns ja. Die Grüße. So. Okay. Wir sind im Wildmende. Ja, also kulinarisches Erlebnis brauchen wir heute noch. Und wir Kinder suchen gerade aus. Ich habe mich schon für Hirschgulasch entschieden. Hier ist das Steak vom heimischen Weide. Heimischen Weide. Okay. Kalte Gerichte sind das. Brotzeit und kalte Gerichte. Das passt ja. Was ist das? 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 Was ist das?
Nudeln? Spätzle haben wir für die bestellt. Spätzle mit Soße. Weil Spaghetti gibt es hier nicht. Das ist ja jetzt kein Italiener. Wie das letzte Mal. Ja, genau. Gestern, ne? Gestern Abend hatten wir. Was hatte ich genommen hier? Hirschgulasch. Heute ist leider nicht Ententag. Ententag ist immer freitags. Schaffen wir, ne? Morgen ist Rippchentag. Oh. Hast du morgen auch schon vor? Ja. Alle haben bestellt. Jetzt wird gemalt bei den Mädels. Ich auch. Ja, und wer ist das, Anastasia? Elena. Ja, Anna. Hast du auch eine? Ach, dasselbe Bild? Nee, das ist mal ein anderes. Das ist Anna, ne? Nee, das ist auch Elsa. Nein, ich glaube, das ist nicht Elsa. Doch, das ist auch Elsa. Das ist alles Elsa. Das ist Elsa. Ja. Und das ist Anna. Und das ist meine Paw Patrol. Paw Patrol. Das ist meine Paw Patrol, ja. So, anstoßen, Papa. Übrigens alkoholfrei, wollte ich noch dazu sagen. Muss man mal dazu sagen. Prost. Was? Das Essen ist da, mein Gulasch. Und ich habe so einen Knödel bestellt, der ist einfach riesig. Mal im Vergleich meine Hand. Riesenknödel. Dann haben wir hier einmal ein Steak mit Pommes. Papi hat einen Schnitzel. Schnitzel, ja, kein Schnitzel. Dann haben wir hier die Spätzle. Und was ist das? Eine Fahne. Achso, das ist Bauernpfanne. Okay. Guten Appetit. Nachtisch! Apfelstrudel mit Vanilleeis, Sahne und ich muss nicht teilen, denn hier gibt es noch eine Portion. Achso, hier gibt es noch ein normales. Normales, das ist ja nichts Besonderes. Ey, was passiert hier gerade? Das ist meins, ich teile nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Also. Hotel nach Hause. Ja, habe ich auch schon irgendwas mit Kaffee auch. Was ist Likör? Wie bitte? Ja, das ist auch nur Alkohol. Die Katze ist weggegangen. Hast du, die hat sich gemerkt, dass hier die Katze war. Was sich Anastasia cool. Alles merkt, das haben wir eben noch. Ja, stimmt, da ist die Treppe. Hier war wirklich die Katze. Ja. Machen Sie jetzt auf den Weg. Morgen hat es auch einen langen Tag geplant mit Wanderung und Spiel und Spaß und Leckerei. Wenn es klappt, dann können wir morgen bei Sonnenschein im Schnee spielen. Okay, drück uns bitte die Daumen. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.